heute ist es endlich soweit. Wir haben euch auch wirklich lange warten lassen. Unser Farmers Cup startet ab heute und in der Europameisterschaft der Farmer treten 6 Landwirte gegeneinander an und zwar aus ganz Europa. Und wir challengen sie. Wer inszeniert unser neues Strauß-Logo am kreativsten in seinem Feld? Ihr dürft euch auf coole Farmer, vielseitige Felder und richtig große Maschinen freuen. Und das Allerbeste, ihr entscheidet am Ende, wer den Cup gewinnt. In den nächsten Wochen werden wir euch die Farmer erstmal vorstellen, bevor die Jungs und Mädels sich dann die Arbeit machen. Und ich stehe heute hier im Allgäu, denn ich darf euch Elmar vorstellen, den deutschen Kandidaten. Ich glaube, er kommt. Ich höre ihn. Ich sehe ihn! Hi, Isa! Hi Vanessa! Hallo Elmar! Schön, dass du da bist! Ich freue mich! Der Wahnsinn! So sehr, dich zu sehen! Willkommen hier bei uns im schönen Allgäu, besser gesagt genau im Landkreis Lindau, nahe Bodensee. Ich würde dir gleich mal ein bisschen zeigen, was wir dann alles vorhaben, wie wir das ganze Ding umsetzen. Bitte! Ich würde vorschlagen, dass wir dann mal zu dem Platz gehen, wo wir das ganze Projekt starten. Lass uns loslegen! Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich voll, bei dir zu sein hier. Sag mal, du bist einer der allerersten Landwirte, die wir hier im Farmers Cup vorstellen. Was dachtest du, als du unsere Anfrage erhalten hast? Ja, zuallererst war ich richtig geflasht, dass die Anfrage bei mir aufschlägt. Und habe dann gleich gedacht, ja komm, das machst du. Das ist eine spannende Sache. Und wo das aber dann so Form angenommen hat, ist mir dann schon mein Hintern ein bisschen auf Grundeis gegangen. Die Dimension habe ich ein bisschen unterschätzt, aber ich bin jetzt richtig froh, dass ich dazu gesagt habe und habe auch gleich die Bilder ein bisschen im Kopf, wie wir es dann auch umsetzen und ich freue mich auch richtig drauf. Ja. Das ist ja wirklich riesengroß hier. Also kannst du mir mal sagen, von welchen Dimensionen reden wir? Und ich habe auch voll viele Maschinen schon gesehen. Also welche Maschinen kommen hier zum Einsatz und ja, welche Dimensionen haben wir hier? Also von den Dimensionen auf unserem Betrieb, wir bewirtschaften hier 65 Hektar Grünland, so 2 Hektar Acker und wie gesagt ein bisschen Wald, 4 Hektar Wald und ein bisschen Streuobst. Kühe haben wir an der Zahl 80 Stück plus die Nachzucht, also die Jungen, die Kälber und die Rinder. Besonderheit da dabei ist, weil wir am Allgäu sind, man sieht hier auch die Alpen, im Sommer über sind bei uns, ist das Jungvieh auf der Alpe, also sommert auf der Alpe. Und von der Region her, wir befinden uns hier im Allgäu, genauer gesagt im Westallgäu, ein Dreiländereck, ganz nahe am Bodensee, also Deutschland, Österreich, Schweiz und ein prädestiniertes Grünlandgebiet. Am See unter haben wir dann auch noch ein bisschen Weinbau und Obst sehr viel, sehr gutes Obst und wie gesagt, Hauptsache hier in der Region ist die Grünlandwirtschaft und deshalb dann auch traditionell die Milchproduktion. Wir haben große Maschinen am Hof, ja, weil wir eigentlich fast eigenmechanisiert sind. Wir organisieren komplett die Ernte selber, bis auf ein paar Ausnahmen, wo wir dann an den Unternehmer kommen lassen. Wir haben an der Zahl 5 Schlepper am Hof und dann auch die Mähwerke, wie man hier sieht, ja. Und dann Ladetechnik, genau. Und so sind wir aufgestellt bei uns. Alles gut. Passt. Mit dieser Maschine werden wir am Anfang, das wird ziemlich beidseitig starten und werden die Konturen mal festlegen, weil er hat die Technik. Okay. Über GPS wird das quasi dann die Ränder und die Konturen von dem Logo fest auf dem Feld programmiert und eingepflanzt, eingefahren, mehr oder weniger. Und im Nachgang werden wir dann dieses Gerät zum Einsatz bringen. Das ist ein kleiner Rasenmäher mit der Mulcheinheit drin, wo wir dann quasi den Strauß als solches, das Logo, bearbeiten und von Tag zu Tag, je nach Bedarf, niederhalten. Feintuning. Feintuning. Kann der was? Willst du mal mit dem Fahrer, willst du mal mit dem Pacer? Komm, dreh mal Runde. Nimm Platz. Okay. Also jetzt starten wir mal. Also beides bremsen. So, so marsch mal vorne. Ist das cool? Geht gut, oder? Geht super. Ein bisschen flott. Kannst du uns noch verraten, wie du zur Landwirtschaft eigentlich gekommen bist? Das hast du jetzt noch gar nicht erzählt. Wir hier, die Familie Kalk, bewirtschaftet den Betrieb jetzt in 8. Generation. Und da war es natürlich naheliegend, dass man den Beruf Landwirt wählt, wobei ich vielleicht schon andere Interessen auch gehabt hätte. Aber ist natürlich jetzt für mich schon
mein Leben letztendlich und mache das auch mit Leidenschaft. Für drei Worte von dir, die Landwirtschaft zusammenfassen. Ist Leidenschaft eins? Leidenschaft eins, oder ich würde es mal so sagen, er ist vielseitig, anspruchsvoll und ehrlich. Wie schaltest du denn abends ab nach getaner Arbeit? Indem, dass man mal hier den Platz einnimmt und die Natur genießt, ins Land schaut oder mit Kollegen sich noch abends trifft. Oder ich habe was für dich. Für mich? Ja, vielleicht erkennst du die Melodie. Ja, das ist unsere. Liebe Emma, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für uns heute hier in Schreckelberg. Und es hat mir echt sehr gut gefallen. Vielen Dank. Wir sehen uns dann bald wieder und dann hoffe ich, dass der Strauß schon im Feld zu sehen ist. Ja, wir geben unser Bestes. Der Strauß Farmers Cup.